Okay, ich höre Andi nicht. Aber ich glaube, er hört mich. So, dann starten wir mal Minecraft hier. Ah. Oh. Ich höre was? Hallo? Da redet ja einer. Oh. Sie sind sehr leise. Du bist sehr, sehr laut. Weiß aber nicht, ob das bei mir nur so laut ist oder beim Chat. Ist er zu laut oder ist es okay so? Weil dann mache ich es bei mir einfach leiser. Chat, was sagt ihr? Ist es zu laut oder zu leise? Ja, ist er. Zu laut. Zu laut. Andi ist mega laut. Okay, Andi, du musst dich ein bisschen leiser machen. So, dann ändern wir das mal jetzt mal hier. Okay, bin ich jetzt leiser? Nicht wirklich. Hast du jetzt nur so getan? Aha. So, Andi will uns testen, der trustet uns nicht, Chat. Bin ich jetzt leiser? Nein, bist du nicht. Du bist genauso laut, du redest nur leiser. Hä? Du bist die ganze Zeit noch laut. Verarschst mich jetzt? Nein, das kann ich nicht. Immer noch? Immer noch? Ist Andi über den PC oder über Kasper im Audio? Er ist über meinen PC im Audio. Hey, du verarschst mich doch. Nein! Hey, wie leise soll ich noch werden? Okay, jetzt bist du ein ganzes Stück leiser geworden gerade eben. Aber ich glaube, das war Maurice. Lol. Keine Ahnung. Das warst du, ich weiß es nicht. So, wir schalten mal auf den PC. Wird immer lauter. Wirst du immer lauter? Nein. Sodele. Also, oh, ich lese mal ganz kurz die Subs vor, dann legen wir direkt mit Minecraft los. Keri Bartem hat für 2 Monate gesubbt. Nibbler hat für 12 Monate gesubbt. Coupon FDW hat für 23 Monate gesubbt und schreibt Bondra Rack Attack. Vielen Dank für 23 Monate. Und Schmudurico hat für 14 Monate gesubbt und schreibt Schmudurico hat für 14 Monate gesubbt und schreibt, warum lese ich alles zweimal und lese ich alles zweimal. Danke, reingelegt, vielen Dank. Vielen Dank für die ganzen Subs. So. Weiter geht's. Warte mal, wir scrollen hier hin. So, und jetzt. Warte mal. Mann, wo ist denn der verdammte Chat? Chat, ihr verschwindet immer. So, da seid ihr doch. So, wir legen jetzt los mit Minecraft. Andi, wie geht's dir denn? Gut, wie geht's dir? Besser, aber ich kann noch nicht sagen gut. Oh, ich habe ja meine Tabletten gar nicht genommen. Moment, ich nehme die jetzt. Ah. Hm. So, ich baller mich ja voll. Aber das Gute ist, Chat, ist euch mal aufgefallen, dass ich viel weniger huste als noch vor ein paar Tagen. Also, Husten ist noch nicht ganz weg, aber es ist schon ein ganzes Stück besser. Und ich habe mir nochmal eine ganze Packung von diesen Bonbons hier geholt. Ich baller mir nochmal direkt eins rein und schmatze ein bisschen ab. Sorry dafür. Toll, dafür bin ich jetzt krank. Hä, das ist ja nicht meine Schuld. Aber ich glaube, es sind gerade sehr viele Leute krank. Wer im Chat ist denn aktuell krank? 1 und wer gesund ist, nur 2. Ich glaube, es sind nämlich ziemlich viele Leute gerade krank. Okay, die meisten sind nicht krank, sehe ich gerade. Toll. So, ich join schon mal. So. So, ich schaue. Wo ist denn der Vote? Ist der Vote nicht da? 29 Leute sind krank, 27, also ungefähr 1 zu 2. Aber schon relativ viel. Guck mal, 29 Leute aus dem Chat sind aktuell krank, das ist schon viel. Definiere krank. Keine Ahnung, Husten, Schnupfen, Halsweh, Kopf, Gliederschmerzen, Penis brennt beim Pinkeln, sowas. So. Okay, Andi. Also. Du bist auch auf dem Server, ne? Mhm. So, einmal ganz kurz gehustet. Ja. So, was sind uns? Wir haben schon so lange kein Minecraft mehr gespielt. Was haben wir denn hier gemacht? Ich glaube, ich habe meine Brücke gebaut, weißt du noch? Ja. Du bist ein paar Mal gestorben und, was haben wir noch gemacht? Ich glaube, Schätze haben wir irgendwann entdeckt. Ja. Aber ja, genau, wir haben irgendwie eine Schatzkarte entdeckt, die dann zu einem Schatz geführt hat, den wir eigentlich schon entdeckt hatten. Stimmt. Und ich habe, ja. Und warte mal, Andi, wir werden ja heute nur 2 Stunden wahrscheinlich Minecraft spielen, weil ja heute die letzte Beta-Session von Fallout ist.
Und erstmal die erste Frage an dich. Lädst du die Beta schon oder hast du die schon geladen? Ja, habe ich. Sehr gut, weil die sind 30 GB, habe ich gesehen. Ist voll riesig. Also es gab nochmal einen riesigen Patch. Was die da gemacht haben. Was? Frag mich, was es ist, was der Patch enthält. Ich glaube, die haben viele Bugfixes gemacht und so ein paar andere Sachen abgeändert. Ich habe die Patch Notes gelesen und da waren aber halt jetzt nicht so gravierende Sachen dabei, mehr so kleinere Sachen. Aber 30 GB ist auf jeden Fall schon mal ein Brocken. Ja, dann die Frage ist, Andi, was wollen wir in 2 Stunden machen? Ich würde nämlich eher dazu tendieren, dass wir so eine kleine Expeditionstour machen und diese Insel mal erkunden und vielleicht entweder nach entweder seltenen Rohstoffen oder irgendwie so Schätzen oder sowas suchen oder halt mal. Oder wollen wir den Nether heute mal vordringen? Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Den Nether, da könnten wir versuchen, das andere Nether-Portal zu finden, für den Fall, dass wir irgendwann mal so reisen wollen. Stimmt. Also das heißt, wir suchen das Nether-Portal, was wir das erste Mal gebaut haben, was zu unserer ersten Base führt. Okay, warte mal, ich kill mal hier gerade die Monsters. Das ist übrigens die Brücke, die ich gebaut habe. Und stellt sich heraus, dass diese Brücke eine absolute Todesfalle für uns ist. Bin hier nämlich letztes Mal gestorben. Wenn man da reinfällt, ist man einfach RIP. Deswegen, ich müsste eigentlich ans Ende Gates bauen. Was ist denn das hier? Warum? Ich müsste ans Ende mal Fence Gates bauen, aber habe ich nicht. Ey, das ist gerade ein. Hat er sich gerade dupliziert? Sind Zombies irgendwie sowas wie Bakterien und können sich einfach vermehren? So. Im Chat war gerade eben so ein bisschen mehr Bock auf Minecraft als auf Fallout. Wie viel Bock hast du denn auf Fallout überhaupt? Ja, also um ganz ehrlich zu sein, ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir mehr Minecraft spielen als Fallout. Ich wollte jetzt einfach Fallout nochmal spielen, weil es die letzte Beta-Phase ist. Also, wie ist denn dein Fazit jetzt zu Fallout, Andi? Also es ist schwierig, ein Fazit zu ziehen nach wie vor. Aber es gibt halt irgendwie, also es fallen irgendwie immer wieder so Sachen auf, die irgendwie nicht so fertig sind und bis zum Launch wahrscheinlich auch nicht fertig werden. Und dann gibt es so Sachen, wo man noch gar nicht weiß, zum Beispiel so Hacker-Sicherheitsrisikos gibt es halt anscheinend auch ohne Ende. Könnte halt sein, dass es so eine richtige Shitshow noch wird. I don't know. Ja. Also ich habe bisher auch auf jeden Fall Spaß damit und irgendwie die Level-Progression macht trotzdem Spaß und zusammen erkunden ist auch geil. Ich hätte auch Bock zum Beispiel noch irgendwie so eine Tankstelle einzunehmen, so als eigene Fabrik. Aber ja, das hätte ich, die Waffenfabrik würde ich gerne machen. Ja. Ja, also wir können es so ja so machen. Sachen Kaufempfehlung würde ich eher sagen, seid skeptisch erstmal. Ja, auf jeden Fall. Selber spielen hätte ich eigentlich auch Bock. Was hast du am Ende gesagt, letzter Satz? Aber in Bezug auf selber spielen hätte ich eigentlich immer noch Bock. Ja, genau, so geht's mir halt auch. Also es macht schon Spaß, aber ich bin noch nicht ganz sicher, wie lang so. Also, ja. Also wir können es ja so machen. Für 20 Uhr ist ja Fallout angesetzt. Wir können um 20 Uhr ja einen Vote machen, ob wir noch eine Stunde länger Minecraft spielen sollen oder mit Fallout starten sollen. Und das können wir von mir aus dann 1 oder 2 Mal machen. Und dann können wir halt ein bisschen länger Minecraft spielen, wenn die Leute wirklich mehr Bock auf Minecraft haben. Weil für mich ist beides cool. Also ich habe genauso viel Spaß an Minecraft wie an Fallout. Also für mich wäre das. Ja, ich glaube, es ist auch ganz cool, wenn wir irgendwie auch die Zeit haben, in Minecraft irgendwas zu machen und dann nicht schon aufhören müssen. Ja. Okay, also dann lass uns um 20 Uhr ein Vote machen, ob wir dann noch ein bisschen länger zocken. Wir haben schon gewotet. Ihr wollt ein Vote jetzt machen? Wir können den Vote auch jetzt machen. Habt ihr schon gewotet? Ja, hab ich nicht gesehen, Chat. War gerade mit Kämpfen beschäftigt. Ja, also Andi, wollen wir den Vote jetzt machen lassen oder später? Ja, mir egal. Ja, dann machen wir den Vote jetzt. Also, wir machen den Vote jetzt. Soll Minecraft bis mindestens 21 Uhr gehen?
Oh, ich muss einen Bogen reparieren, fuck. Und dann können wir um 21 Uhr ja nochmal voten oder so. So, ich gucke mal. Oh. Ach, das ist gar nicht so eindeutig. Ich dachte irgendwie, jetzt sagen alle Minecraft. Ja, deswegen. Also ich glaube, es gibt auch ein paar Leute, die Fallout sehen wollen. Was ist denn 2? Ja, dass es sofort starten soll. Um 20 Uhr, also. Wie geplant halt. Genau, 2. Entweder länger oder wie geplant. Genau, also entweder um 21 Uhr oder um 20 Uhr. Minecraft ist cool, aber alles bekannt. Ich mag es lieber, wenn ihr für mich Versuchskaninchen spielt. Ja, kann ich auch verstehen, weil es halt die Beta ist. Krass, wie knapp das ist. Ha? Krass, wie knapp das ist. Ja. 52% gerade, ja. Alter, ich brauche 17 Level, um meinen Bogen zu reparieren. Lol. What? RIP Infinity Bogen. Wie teuer ist das denn, bitteschön? Okay, dann muss ich jetzt Level farmen. Was wollen wir bei den Wollen wir das vielleicht im Nether machen? Wir haben jetzt ein Portal. Ja, machen wir sofort. Ich will nur einmal ganz kurz die Dings schlachten. Die Schweine. Wir haben super viele Schweine. Also wirklich super viele. Ich fütter die erstmal, dann schlachte ich die und dann komme ich in den Nether. So, warte mal. Was werfe ich weg jetzt dafür? Zäune. Wir machen die mal hier in die Kiste rein. Oh, jetzt bin ich hier reingeplumpst, ich Idiot. Fuck! Okay. So, dann legen wir mal das hier weg. Auch nicht beides. Das brauche ich allerdings auch nicht beides. Gott, hat mir das übelste Müllventar. Scheiße. So, wie ging jetzt der Vote aus eigentlich? Ja, so. 54,41% sagen, ja, macht länger als 20 Uhr. Boah, ist aber also richtig knapp. Ab 21 Uhr. Okay, aber dann ist es der Vote. Also wir werden jetzt also bis 21 Uhr Minecraft spielen und dann fängt Fallout an. Oder? Das habe ich jetzt, das ist jetzt das Ergebnis, oder nicht? Stehe ich auch so. Okay, gut. Jetzt fängt der Chat an zu weinen. Was wollt ihr denn, Chat? Warum? Was ist das? Was ist jetzt... Da fehlen die Fallout-Leute. Ach so. Wenn wir um 20 Uhr voten, ist Fallout sicher in der Überzahl. Ja, das stimmt vielleicht. Ja, den Plan zu ändern ist halt auch so ein Ding. Stimmt. Ja, dann machen wir um 20 Uhr den Vote, weil dann sind die Minecraft-Leute noch da und die Fallout-Leute sind da. Und dann machen wir es einfach um 20 Uhr. Das ist, glaube ich, das Fairste. Okay. Okay. Okay, Chat? Oder was meint ihr, Chat? So, also ich werde mal hier das Metall brennen auf jeden Fall. Oh, und wisst ihr, was ich vergessen habe? Die Tiere zu schlachten, wofür ich ursprünglich eigentlich losgegangen bin. Geht auch Briefwahl? Ja, geht. Okay. So, Karotten muss ich jetzt wieder anpflanzen. Karotten sind einfach echt das OP-Gemüse, wenn man sorry, wenn man Schweine hat. Man kann man füttern, selber essen und man kann goldene Karotten herstellen. Absolut krass. Warum gibt denn eigentlich Landwirtschaft keine XP? Das wundert mich ein bisschen. Also müsste ja nicht viel sein, aber es ist ja irgendwie genauso wie Tiere züchten, oder? Oder meinen oder so. Stimmt schon.
Hast du eine Idee, wie wir das mit Fallout überhaupt machen, wenn, also zum Release, wenn Niklas und vielleicht Jens und so auch mitspielen? Also wir dann irgendwie neue Charaktere? Lassen wir die alleine spielen? Wie? Also der Release ist ja nächste Woche Mittwoch. Und da streamt der Niklas. Das heißt, Niklas wird ja dann da auf jeden Fall alleine starten. Und ich werde auf jeden Fall meinen Charakter behalten. Und du, glaube ich, deinen ja auch. Weil wir sind jetzt auch nicht so krass weit vorne von den Leveln her. Und das macht auch nicht so einen riesen Unterschied, meiner Meinung nach. Also, guck mal, als ich Level 4 oder 5 war und du dann dazu kamst, haben wir auch keinen großen Unterschied gemerkt. Ich glaube, es ist okay. Und wenn die am Mittwoch starten, dann sind die wahrscheinlich auch so Level 3, 4 oder 5, wenn die dann fertig sind. Und wir spielen dann am Donnerstag wieder und dann irgendwann können wir vielleicht am Sonntag oder so mal eine Session zusammen machen oder sowas. Also ich würde jetzt, also ich würde keinen neuen Charakter anlegen. Ja, okay. Glaubst du, das ist geil zu viert? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, ob das Jens und Niklas auch so Spaß macht wie uns. Also, weil, wie gesagt, also ich bin an das Fallout nicht rangegangen wie an Fallout, sondern mehr als wie so ein Survival-Game, weißt du? Und ich weiß halt nicht, ob Niklas dann dieses Questen fehlt. Ja, es könnte sein. Also ich weiß es nicht. Zumindest bei ihm im Stream, wenn er Fallout spielt, ist halt auch das Geile, so wie er mit NPCs redet und so. Genau. Und also dann so eine Stimmung dann jeweils kommt. Genau, und das gibt's ja im Fallout 76 eigentlich gar nicht. Also würde ich jetzt sagen. Weiß ich, Andi, schon auf Fortuna bei Warframe? Ja, ich bin da voll gespannt, was sie noch gemacht haben. Weil ja, ich glaube, das kommt halt irgendwie heute Nacht oder morgen irgendwie so raus. So eine neue Open-World-Area. Für Warframe? Ja. Also das ist leider noch nicht das mit dem Raumschiff. Das kommt eher so Ende des Jahres. Aber es ist der erste Schritt, der angekündigt wurde. Und Skateboarden, ja. Hoverboards dann. Toll. Spielst du noch viele Warframe, oder? Nee, aktuell eigentlich überhaupt nicht. Also ich habe mich auch irgendwann voll übersättigt damit. Und jetzt habe ich eher so Pause gemacht, bis irgendwie die Updates kommen. Mal gucken. Oh, die ganzen Steaks will ich aber haben. Ich muss jetzt hier rein. Okay, also Andi, ich bin gleich soweit. Ich sammle hier nochmal ganz kurz Essen ein. Das werde ich dann bei uns braten im Lager. Und dann können wir in den Nether. Und wir können im Nether halt zwei Ziele uns setzen. Also irgendwie Prio 1 ist, dass wir das andere Portal finden, damit wir schnelle Reisemöglichkeiten haben. Und Prio 2 könnte sein, dass wir eine Nether-Festung finden. Weil da gibt es dann diese seltenen Mineralien, die wir brauchen, um die Enderaugen herzustellen für das Portal zum Drachen. Ach ja, stimmt. Ja, wobei, also der Drache ist ja diese kein Blade Primärziel, ne? Wir müssen nicht zum Drachen. Aber alleine schon, um einen Stronghold zu finden, fände ich es schon cool. Ach so, ja, stimmt. Ja, genau. So, ich repariere jetzt meinen Bogen und es kostet wirklich einfach 17 Level. Das ist so fucking teuer, ey. Holy shit. So, dann mache ich mein Inventar mal leer. Also das kommt raus, das kommt raus. Schippen nehme ich mal mit. Hast du zufällig super viele Federn? Ich habe zufällig keine einzige Feder. Oh, ich habe auch die Dings gar nicht gezüchtet, Andi. Die Hühner habe ich gar nicht weiter gezüchtet. Dafür haben wir über den Stack Fleisch. Schweinefleisch, was schon mal ganz okay ist. Ohne Gastier, die sind super wertvoll, die Gastiers. Die müssen auf jeden Fall sammeln. So, Chat, was brauche ich hier auf jeden Fall nicht? Brauchen ein Ersatzschwert, was schon fast im Arsch ist. Brauchen vielleicht nicht unbedingt Sticks. Wir brauchen aber das hier. Von mir aus. Im Flint and Steel müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Weil sonst kommen wir nicht mehr aus dem Nether raus. Andi, wir sollten auf jeden Fall. Ja. Wir sollten auf jeden Fall
Ich überlege gerade, ob wir Obsidian mitnehmen sollen. Mitten in Nether. Harpion Brain. Um woanders hinzureisen? Ja, weißt du, damit wir einfach ein Portal setzen können und dann mal gucken, wo wir rauskommen. Aber haben wir noch Obsidian? Ich glaube, wir haben noch 5 Stück. Wir brauchen ja aber... 9, glaube ich, oder? 10. 10. Bondra, du brauchst kein Wasser. Doch, wenn wir uns einen Cauldron mitnehmen. Wie baut man den nochmal? Ich glaube, so ein U aus Eisen, oder? Nee, das U aus Eisen ist ja Ding. Ah, nee, stimmt. So ein großes U, glaube ich. Ja, hab's gebaut. So, und dann können wir nämlich mit dem Cauldron können wir Wasser im Nether platzieren. Das ist gut. Die Angel brauche ich nicht dabei. So, dann futter ich mal was. So. Okay. Also von mir aus können wir los, Andi. Okay, gleich. Einen Moment. Ich repariere mal ein bisschen Rüstung. Ich habe noch 3 Level. Vielleicht reicht das, um meine Rüstung ein bisschen zu reparieren. Und zwar die Schuhe und die Hose und das. Ein Level. Okay. Ach, wir haben sogar 8 Obsidian. Boah, dann bräuchten wir ja nur 2. Das kostet so viel. Kostet noch mehr. Boah, warum ist es denn so teuer geworden? Boah, es ist so teuer geworden, seine Rüstung zu reparieren. Haben die das gepatcht? Nee, ne? Nee, ich glaube, es wird halt immer teurer, je öfter man das macht. Was, echt? Nee. Hä, doch, klar. Warum? Oder nicht, Chat? Chat, ja, warum wird es denn teurer, wenn man umso öfter man das macht? Doch, hat Andi recht. Inflation. Oh nee, das ist ja voll asozial. Dann werde ich ja irgendwann meinen Infinity-Bogen gar nicht mehr reparieren können. Das ist schon lange so. Oh nee. Aber wird es immer teurer oder gibt es irgendwann so ein Cap? Du brauchst einen Zauber-Mending, ja, ich weiß. Den habe ich auf meiner Mütze. Deswegen benutze ich die auch so gerne. 9 bauen. Ja, ich kann mir doch keinen neuen Infinity Unbreaking Bogen bauen. Da muss ich ja ewig lang farmen. Also kann man schon, aber. Scheiße. Glaube nicht, dass das capped. Ach du Scheiße, ey. Okay, Andi, lass uns in die Dings. Lass uns in den Nether. Okay, Moment. Eine Sekunde. Vielleicht auch 2. Noch weg. Okay. Okay, ich komm. So, ich habe auch ohne Ende Cobblestone und ich baue da jetzt erstmal so ein bisschen eine Putz. Erstmal gucken, wie es aussieht. Hi, Fabulator. Und Christopher Fose hat gerade die Briefwahl abgeschickt. Oh! Andi, ich wäre fast in den Tod gelaufen. Lol, geht er weg, geht er weg. Warum haben wir das denn hier hinten überhaupt so? Das müssen wir zubauen. Boah, wie knapp das war. Ich bin einfach gerade so rückwärts gelaufen, weil ich nicht nochmal geportet werden wollte. So, Y-Chromosom hat für 16 Monate gesubbt. Der schreibt, der verfluchte 16. Dirty Swift Life hat für 7 Monate gesubbt und schreibt, 6 plus 1 ist gleich 7, 200 IQ. Hab ich 6 plus 1 gerechnet? Wann habe ich das gerechnet? Wann habe ich 6 plus 1 gleich 7 gerechnet? Lumberino Q hat für 6 Monate gesubbt, oder nee, Lumberino ohne Q. Lumberino hat für 6 Monate gesubbt und schreibt, der Wertsack ist ein Beutel, der aufgrund seiner besonderen Verwendung nicht Wertbeutel, sondern Wertsack genannt wird, weil sein Inhalt aus mehreren Wertbeuteln besteht, die in den Wertsack nicht verbeutelt, sondern versackt werden. Was? Ergibt aber auf jeden Fall Sinn. Tastingo123 hat gesubbt und Yannickson hat gesubbt für 10 Monate und schreibt, Mental macht müde Menschen munter. Ist das so? Oder eher nicht? Weiß nicht. So. Okay, Andi, also hier, oh krass. Warte mal.
das hier ist jetzt ein komplett neues Portal. Ne? Hier waren wir noch gar nicht. Oder wir waren vielleicht zufällig in der Nähe und mal gucken. Vielleicht erkennen wir irgendwas wieder. Na, ich kann mir das nicht vorstellen. Also warte mal, ich glaube, wenn die Himmelsrichtung richtig ist, ich weiß jetzt nicht, okay, ich weiß nicht, wo Norden und Süden ist. Ehrlich gesagt, keine Orientierung. Ich auch nicht, aber ich würde erstmal grob in alle Richtungen gucken, ob wir eine Dings finden, eine Fortress. Ja. Boah, sieht als würde ich kopfüber stehen. Ich baue mal ein bisschen hier Nether Quartz ab. Das ist halt so krass, wie viel XP man durch diesen Quarz kriegt. Ja. Ich könnte eigentlich super viel davon sammeln und dann irgendwas Geiles in Weiß bauen. Ja, so einen weißen Elfenbeinturm oder so. Ja. So einen Obelisken. Aus dem dann der Strahl rauskommt von unserem Herz des Meeres. Ah, ja. Das ist, glaube ich, geil. Warte mal, die Schweine sind gar nicht aggro, oder? Nee. Geilo, die haben es vergessen. Ja, wir dürfen ihn einfach nur nicht angreifen, dann ist es safe. Bin auch schon wieder Level 8, ey. Man levelt echt so super schnell mit dem Nether Quartz. Matteo, bitte markier den Weg. Verlauf Stream incoming. Stimmt. Ja, ich habe jetzt auch mal Fackeln gesetzt auf der Achse, wo dann das Portal ist. Vielleicht sollten wir auch Pfeile irgendwie bauen oder so. Ich habe mal gerade ein Dings gepult. Ein Enderman. Okay, er hat auch eine Perle gedroppt. Eine neue Perle, nice. Oh, da oben ist ein Ghast. Oh, ist schon tot. Und ich glaube, er hat eine... Ja, wir haben eine Ghast-Tier bekommen. Alter, die Drops sind real gerade, nice. Wozu sind die nochmal gut? Weiß ich nicht. Irgendwas zum Verzaubern, aber ich weiß nicht mehr genau was. Hm. Enderman im Nether. Ich habe mich auch gerade gewundert, aber ich glaube, die können die ganz normal spawnen, oder? Bin mir aber nicht ganz sicher, oder? Keine Ahnung, scheint so. Regenerationstränke kann man daraus machen. Oh, okay, das ist gut. Hard? Ja, wir spielen auf Hard. Ah, nee, warte mal. Ja, was? Ist auf Hard. Ist noch auf Hard gestellt. Okay. Hart wie mein Schwert. Okay. Oh nein, scheiße. Die beste wäre gewesen, wenn du sagst, hart wie mein Kraft. Mm. Das wäre gut gewesen. Schade, schade. Schade. Chance Man kann verpasst. Nicht alles haben im Leben. Chance verpasst. Okay, aber legen wir uns jetzt einen Weg, also irgendwie eine Spur mit Fackeln. Ich mach das mal. Also ich werde mal hier ein bisschen erkunden. Fuck, hier ist ein riesiger Lavasee. Warte mal, ich stelle mal ein bisschen die Dings um. Ich habe die Render Distance auf 32 Chunks. What the fuck? Und ich seh da hinten nichts. Okay. Ich glaube, das ist auch für einen Server dann schwieriger, oder? Wenn man das hochstellt? Nee.
Nee? Nee. Okay. Nur client-sided load. Ich sage aber nur irgendwelche Wörter, ich habe keine Ahnung. Hört sich aber gut an. Danke. Achso, das ist vom Server begrenzt, deswegen kann ich nicht weitersehen. Ah, okay. Der Server ist auf eine Maximaldings begrenzt, wird dir geschrieben. Ah. Ja, das ist auch ganz, ist irgendwie auch ganz smart, weil sonst könnte ein Spieler für alle anderen den Server halt ausbremsen. Boah, wo wir schon von Servern und so reden und von Client-Side. In Fallout ist ja scheinbar die Bewegung des Charakters Client-Side. Das heißt, wenn du in den Boden guckst und es ist sogar Frame-basiert irgendwie bei mir, also ich habe das nicht so erlebt, aber es gibt so Videos, wo Leute in den Boden starren und deswegen super schnell sich bewegen. Ja, das habe ich auch gesehen. Oder gehört am ersten Tag. Da hat mir jemand gesagt, man muss irgendwie das wie... Oh, fuck! Ich werde angegriffen. Wovon? Von einem Ghast. What in a range, okay. Ey. Hä? Ist er weg? Sieht ihn jemand, Chat? Ich lass dich einmal im Nether zurück und verzaubern Bogen und dann komme ich wieder. Okay, klingt safe. Viel Spaß. Danke. Also, ich glaube, es war so, dass man V-Sync ausschalten soll und dann auf den Boden gucken, weil dann gehen die Frames irgendwie so voll hoch, weil die uncapped sind, ich habe keine Ahnung. Hm. Und dann kann man schneller laufen. So ganz stranger Glitch. Oh Mann, ich verlaufe mich doch hier 100 pro. Wird auch irgendwie für Hacking und so problematisch, wenn die Sachen Client-Side sind, weil du dann einfach dem Server sagen kannst, ja, ich bin jetzt 5 Kilometer weiter drüben. Ja, stimmt. Teleport. Das ist schon komisch, das stimmt. Ja, was ich auch noch gelesen habe, in einem Reddit, es gab irgendwie so einen Reddit-Post, glaube ich, von einem Entwickler, oder nehme ich stark an, weil sonst ist es irgendwie grobe, komisch fake, irgendwie so, was sie noch patchen und ja, und da stand halt auch, was wollte ich jetzt sagen? Das habe ich irgendwie vergessen, wenn ich angefangen habe zu reden. Okay, Moment, mein Hirn buffert gerade. Ich glaube, ich bin dement. Was sie ändern wollten, die Entwickler? Keine Ahnung. Ach ja, genau, Field of View. Dass sie das nicht mehr ändern, dass man, also das wird auch nie änderbar sein. Das ist halt okay. Auch irgendwie. Ja, okay, wenn ihr meint, dass man das zurzeit so macht. Nee, aber es könnte sein, dass sie das machen, damit Crossplay vielleicht ermöglicht bleibt, weißt du? Also vielleicht gibt es irgendwann Crossplay zwischen PC und Konsolen und dann ist bei PvP kein Vorteil gegeben oder kein Nachteil, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also das... PvP ist eh richtiger Quatsch. Also PvP in Fallout ist richtiger Quatsch, Leute. Das ist so bescheuert. Also, das ist so inkonsequent gemacht, dass es auch einfach hätten weglassen können oder es richtig machen können. So wie es jetzt ist, ist es einfach nur sinnlos. Überhaupt, ich weiß, was ich auch nicht verstehe bei Fallout, was mich so ein bisschen stört, ist, dass Tode so egal sind. Also, du stirbst und du hast überhaupt keine Penalty dafür. Du verlierst nur ein bisschen von deinem Abfall. Du behältst alle deine Items, alle deine Waffen, dein ganzes Level. Spawnst halt ein bisschen woanders, machst Schnellreise oder kannst sogar direkt wieder da spawnen nach PvP. Das finde ich ein bisschen komisch, weil das macht, also dann hat man keine Angst mehr vor dem Tod. Und dann spielt man einfach so, ja, ist mir egal, dann sterbe ich mich da einfach durch oder so. Das macht so ein bisschen... wir wollen dem Spieler kein schlechtes Erlebnis bescheren. Ja, genau. Und das ist aber das Problem, weil das... beschert allen Spielern meiner Meinung nach ein schlechtes Erlebnis. Oh, ich komme hier nicht mehr rüber. Puh,
Chat, wo finden wir jetzt hier? Ich wollte da gerade runterspringen, weil ich dachte, das ist ja eh flüssig, aber das ist halt Lava. Ich glaube, ich sollte nicht in Lava runterspringen. Also hier gehe ich nicht weiter. Du spielst gerade Minecraft und wunderst dich, dass Fallout Tode nicht bestraft. Hä? Also, Pagok, hast du schon mal Minecraft gespielt? Man verliert sein komplettes Level, man verliert sein Inventar und man spawnt am Arsch der Heide, also beziehungsweise in einem Bett, wo man zuletzt geschlafen hat. Also, das ist ungefähr genau das Gegenteil von Fallout. Oder was meinst du? Oder vielleicht kennst du Minecraft nicht. Und man muss eine halbe Stunde länger spielen. Wenn das der Fall ist, dann schauen Sie zu und lernen Sie. Ja. Also was das angeht, ist Minecraft viel krasser als Fallout. Also PvP ist krasser in Minecraft. Die Bestrafung von Toten ist krasser in Minecraft. Fackeln, oh stimmt, danke Chat. Ich muss auch sagen, unsere letzte Session in Fallout hat mir wieder irgendwie mehr Spaß gemacht und mehr Hoffnung gegeben, dass das doch irgendwie was Nices ist mit diesen Fabriken und dass irgendwie die Landschaft dann doch so anders aussieht und da irgendwie richtig krasse Riesenmonster sind und so. Ja genau, das fand ich nämlich auch wieder interessant, dass es wieder so ganz andere Gegnertypen gibt und das ist sowas, es war schon so ein kleiner Einblick ins Late Game, so, dass du wirklich eine Fabrik übernehmen kannst und dann bist du irgendwie der Waffenproduzent von dem Server oder so, weißt du das? Also so habe ich mir das vorgestellt. Natürlich ist es wahrscheinlich nicht so krass. Also es hat schon viele Aspekte, die nice sind. Aber es hat auch ein paar Sachen, wo ich denke, ich verstehe das irgendwie nicht, warum das so entschieden wurde. Ja, also insgesamt, die PC-Version, es fühlt sich halt so an wie irgendwie eine sehr faule Konsolenportierung, weil einfach alle Tastenbelegungen, das gesamte UI ist einfach so irgendwie nichts angepasst und auch noch schlechte Tasten dafür ausgesucht. Keine Ahnung, was das soll. Ja, genau, das verstehe ich auch nicht. Und dann auch also noch das im Baumenü. View ist, glaube ich, auch. Ja, im Baumenü Z und C, um durch das Ding zu scrollen. Ja. Hä? Was soll das denn? Tab für zurück. Ja, okay, das also Tab für zurück von mir aus, weißt du, weil ich komme leichter an Tab ran als an Escape. Das finde ich noch okay. Aber halt auch nicht konsequent so. Manchmal ist Escape, manchmal Tab. Ja, genau. Dann irgendwie, um genau, ins Menü zu kommen, gehst das Web und dann Problem. Z. What? Ja. Oh, fuck, ey. Andi, ich... Oh, nee. Das wird hier nix. Übrigens, ich habe jetzt einen Power-5-Bogen. Du hast einen Power-5-Bogen? Matteo geht zurück, wird hier schon geschrieben. Ja, ich glaube, ich sollte echt zurückgehen. Mann, ich will meinen Infinity-Bogen behalten. Das nervt. Das ist voll krass, dass man... Wenn ich jetzt schon 17 Level zum Reparieren bezahlen muss... Boah, die Musik. Ich muss die Musik mal lauter machen. Da schmeiß ich gerade vor. Okay, ich will eigentlich nur... Also mich wundert es gerade ein bisschen, dass wir noch keinen Stronghold gesehen haben, weil wir haben schon einigermaßen viel Nether jetzt schon gesehen, aber irgendwie... Weil früher, ich glaube, wir haben es inzwischen so gemacht, dass man relativ schnell einen Stronghold findet. Chat, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, einen Stronghold ausfindig zu machen? Also gibt es da irgendwie sowas wie eine Art Kompass oder so ein Such... so ein Suchsystem oder so? Power 5 größer Infinity. Nee. Naja, wenn Infinity kaputt ist. Kann man Lava mit Wasserquellen löschen und die Wasserquellen wieder einsammeln? Nee, ich glaube nicht. Warte mal, kann man nicht den Infinity mit dem Power 5 Bogen kombinieren? Nee, das glaube ich nicht. Das wäre mega krass. Oder das können wir probieren, aber ich glaube, man kann nur Bücher kombinieren und nicht direkt Rüstung. Also nicht direkt Waffen, weißt du? Bin mir aber nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein. Hä, nee, warte. Hä, doch, klar, man kann, also ich kann zum Beispiel zwei Bögen, ich habe gerade zwei Power-4-Bögen kombiniert. Ja, das geht, aber ich meine verschiedene Verzauberungen, das geht auch?
Naja, ich weiß nicht, wie dann das Auswahlverfahren ist. Ob man dann Power 5 und Infinity hat oder ob er sich dann was anderes aussucht. Irgendwie Infinity und von mir Unbreaking oder so. Keine Ahnung. Also wenn du irgendwie drei unterschiedliche Verzauberungen auf deinem Bogen hast und darunter ist Infinity und ich habe drei bei mir, dann weiß ich nicht, welcher sich raussucht. Nur Mending nicht mit Infinity. Was? Man kann Mending nicht mit Infinity zusammenzaubern. Ansonsten geht alles. Könntest ja testen am Amboss. Ja, das könnten wir mal ausprobieren. Aber ich bin hier gerade mega am Erforschen. Ich will eine Stronghold finden. Wow. Holy shit. Gott, mir wird richtig schlecht, wenn ich an so einem Abgrund stehe. Ah ja, was ich noch sagen wollte zu Field of View. Ich glaube, dass es in Fallout deswegen so ist, weil man für Konsolen das Field of View fixiert, damit man anständig optimieren kann. Weil niedriges Field of View halt günstig für die Performance ist, weil man dann weniger anzeigt. Ja. Und deswegen haben die scheinbar, also ich weiß nicht, ist nicht so schlau wahrscheinlich. Im Nachhinein werden sie sich auch ein bisschen ärgern, aber das haben die wohl irgendwie so in ihren Code reingeschrieben, dass sich das nicht leicht ändern lässt. Also zum Beispiel in der Third Person kann man das ändern, aber in der First Person irgendwie nicht. Hä, echt? Ja. Okay, das ist ja komisch. Das war auch in diesem Reddit-Post, hat er geschrieben, ja, wenn man in der Third Person ist und irgendwie die Taste drückt und scrollt, dann kann man die Third Person-Kamera ändern, aber in First Person funktioniert es irgendwie nicht. Scheinbar ist irgendwie das ganze Character Rig so an die Kamera gebunden. Okay. Ziel sind Blaze Rods. Genau, wir brauchen Blaze Rods für das Blaze Rod Powder und damit kann man doch die Ender-Augen machen, oder? Irgendwie so, ja. Irgendwie sowas, schon lange her, ich weiß es nicht mehr genau. Gott, ey, werde ich überhaupt zurückfinden, Chat? Ich hoffe, ich habe genug Fackeln gesetzt. Oh. Was ist das weiße Zeug, das sie sammeln? Das hier ist Nether Quartz. Quartz. Und wir sammeln den eigentlich nur ein, weil da extrem viel XP rauskommt. Also ich bin jetzt schon wieder auf Level 20 gelevelt von Level 1 oder so. Das ist extrem krass. Ja, stimmt, ich auch. Ich war auch gerade Level 8, jetzt bin ich 20. Ja. Und ich habe zwischendurch irgendwie einen Haufen verzaubert. Vorhin schon von Level irgendwie 25 auf 30. Es geht so schnell. Oh fuck, warum hau ich das Schwein denn? Bin ich dumm? Was? Und jetzt hast du die getriggert, oder? Ja. Au! Au! Andi? Oh. Nee! Warum? Das hat jetzt immer gar keinen Sinn ergeben. Vor allem, wie viele waren das denn? Irgendwie 5? War halt in so einer Ecke. Konnte nicht raus. Okay. Und dann hast du dich dazu entschieden, die anzugreifen erstmal. Erst war es nur eins und dann waren 5. Okay. Na gut, kann man nichts machen. Fuck, wo bin ich jetzt? Fuck my life, ich bin am Spawn. An welchem Spawn? Am Gun? Ja, am Spawn. Hä, warum? Haben wir keine Betten? Ah, scheinbar nicht. Lass Fallout spielen. Mann, ey. Aber wir haben die Betten umplatziert, wir haben nicht geschlafen, Andi. Fuck, ich habe auch nicht geschlafen. Oh mein Gott. Die Richtung muss ich jetzt. Keine Ahnung, du bist halt richtig am Arsch der Welt. Ich weiß auch nicht, wie ich dich finden soll. Andi, du musst jetzt dann eine neue Dings aufbauen. Du musst erstmal überleben. Dann musst du dir einen Kompass bauen. Scheiße, der Kompass bringt dir auch nichts. Hä, wie findest du mich denn jemals wieder? Wie finde ich dich denn? Also ich könnte also mit einem Kompass... Du findest über den Kompass den Spawn.
und du kannst eine Karte mitnehmen, um dann davon zurückzufinden. Oh Gott, Andy, why? Wie ich dich mal geholt habe. Scheiße. Was für eine Scheiße, Leute. Oh Mann. Jetzt soll mal einer nochmal sagen, dass Minecraft nicht so hardcore ist oder dass Minecraft so ist wie Fallout. Am Arsch. In Fallout hätte man jetzt einfach direkt danach Schnellreise gemacht und würde direkt da stehen, wo man ist und hätte seine ganzen Sachen. Das, was jetzt gerade passiert ist, wird es einfach 8 Stunden dauern, um es wieder gerade zu biegen, halbwegs. Ja. Und man bekommt noch nicht mal sein Level zurück. Und ich weiß auch gar nicht, wo hast du dein Inventar verloren? Am Anfang oder was? Nee, irgendwo so mitten, das findet man nie. Also ist dein gesamtes so Gear jetzt auch weg, oder was? Ja. Wow. Alter, ist das hart. Ja, okay, dann laufe ich mal wieder zurück. Versuch du auf jeden Fall erstmal zu überleben. Also erstmal Bäume abbauen und... Oh, du hast doch auch die... Nee, warte mal, Andi. Du hast doch deine krasse Diamant-Fortune-Pickaxe, oder? Ja. Nee. Nee, Andi, nee. Ja. Hat's auch Diamanten dabei? Nee, aber... Scheiße. Och nee, die müssen wir finden. Das ist zu krass. Das ist wirklich zu krass. Das müssen wir finden. Weißt du ungefähr, wo du warst? Ich kann das nicht. Das war in der Richtung, in der du warst. Und dann so ein bisschen vom Ausgangspunkt aus so links einen Berg hoch. Aber wie weit war das weg? Also schon sehr weit? Ich könnte es vielleicht finden, aber... Hast du Fackeln gesetzt? Ja, schon eher weit. Da direkt, wo ich war, nicht. Weiß nicht. Willst du dich... Ich komme jetzt erstmal zurück. Geh mal Richtung Netherportal und vielleicht... Aber würdest du das finden, wenn du wieder... Würdest du das finden, wenn du wieder hingehst? Weiß es nicht. Versuch mal bei dir zu gucken, vielleicht erkenne ich da irgendwie was. Nee, weil ich kann einfach aus dem Nether rausgehen... Und dann despawnen die Sachen ja nicht, weil die sind ja gefreezed, weil der Chunk ja, nicht geladen das, ist. Mach das. Ja, ich komm zurück. Ja. Hä, was? Nee. Oh, Zombie. Sorry. Kurz ein Zombie-Totboxen. Was war das? Was war das für ein Schrei gerade eben? Oh, fuck my life. Was war das für ein Schrei? Ich habe mir gerade in die Hose gepinkelt. Was war das? Ich habe gerade volle ekelhafte Schrei. Bonjour Rebroadcast? Was heißt Rebroadcast? Ach so, dass wir gucken, wo das war. Stimmt, wir könnten gucken, wo das war. Der Chat könnte gucken, wo das war. Fuck, ich habe keine Pickaxe mehr. Fuck. Der Ghast schreit so. Holy shit. Aber der Schrei, der vom Ghast kam, der hat sich angehört, als wenn er direkt neben meinem Ohr wäre oder so. Okay, hier ist eine Fackel. Boah, müssen wir den Weg jetzt zurückfinden, Chat. Da ist eine Fackel. Hier ist eine Fackel. Da hinten ist auch eine Fackel. Mal kurz was essen. Gott, irgendwie habe ich jetzt Angst, meinen Infinity-Bogen zu verlieren. Oh nein. Ich habe keine Pickaxe. Und ich bin hier runtergedroppt. Jetzt muss ich die Sachen so zerhacken. Warte, ich baue mir einfach schnell eine. Ich habe doch die Sachen dabei. Andi und Matteo wechseln sich immer damit ab, wer in jeder Folge oft stirbt. Ja, stimmt, ey. Ja, das stimmt schon. Wohl einmal hatten wir eine Folge, wo wir beide relativ oft gestorben sind, oder? Einmal hatten wir eine Folge, wo wir beide echt oft gestorben sind. Ich glaube, irgendwie so 5 und 3 Mal oder so. Ja, das war eh die, ich glaube, das war die, wo ich so hart aufgedreht habe und dann du ein paar Mal noch hinterher. Ja. Warte, bin ich jetzt falsch gelaufen, Chat? Wo sind die Fackeln? Da sind Fackeln, okay.
Oh Gott, ich will hier raus, ey. Ich krieg hier so voll die Beklemmung im Nether. So, weil die Decke einem auf den Kopf fällt, im wahrsten Sinne des Wortes. Alles ist so dunkel und brennt. Ich glaube, das Erste, was ich mache, ist, ich lege mich ins Bett und schlafe. Das bringt aber nichts, wenn du kein Bett hast und dich schläfst. Oder doch, wir könnten das abusen, indem du dich einfach kurz ausloggst und ich dann schlafen gehe. Weißt du? Wir können schon schummeln. Schummeln, meinst du? Okay. Na gut. Schummeln will man nicht. Chat, wir schummeln nicht. Lol, guck dich den mal an. Alter, ich bin gerade in so einer Kacksituation. Ich bin umzingelt von Zombies in einem See und bin in der Höhle. Klingt gut. Nichts zu essen, halbes Leben. Gibt es eigentlich eine Strafe, wenn ihr sterbt, oder ist das eine Chill-Session Minecraft? Die Strafe, wenn wir sterben, ist eigentlich eine halbe Stunde länger spielen. Also die nächste Session wird dann eine halbe Stunde länger. Müssen wir eigentlich noch von der letzten Session was nachholen? Sind wir da gestorben? Ja, irgendwie nach 2 Stunden oder so. Boah, echt? Das müssen wir anderen mal machen. Also wir machen jetzt... spielen ja dann erstmal... Achso, wir machen um 20 Uhr machen wir den Vote erstmal. Nein, nee. Nee, was? Ali... Gut. Okay. gut. Es gibt aber auch gute Nachrichten, Andi. Ich habe den Ausgang gefunden. Ich komme jetzt aus dem Nether raus. Weißt du, was wir machen sollten? Wir sollten einfach eine ganz entspannte Folge machen, in der wir einfach nur meinen. Ich glaube, das ist am sichersten für alle Beteiligten. Handicap. Andi ist groß geschrieben. So. Okay, ich bin Level 25. Was mache ich daraus? Ich könnte meine Rüstung reparieren. Habe ich eigentlich eine Map? Ne, das ist eine Treasure Map. Die lege ich mal weg bei den Schätzen, obwohl die schon verbraucht. In WoW wäre Andi jetzt gekickt worden? Okay. Echt? Keine Ahnung. Bei zweimal sterben wird man gekickt? Ja, wahrscheinlich. Ah ne, was mache ich denn hier? Ist ja falsch. Ich bin an den falschen Dingen. Das kostet auch 17. Ey, leck mich am Arsch. Ich repariere gar nichts mehr. Also erstmal Schätze. Wir haben jetzt 9 Enderperlen, das ist schon mal nice. Wir haben 47 Diamanten? Jesus Christ. Aber kein Fortune mehr. Das muss reichen für immer. Ja, kann ich es nicht reintun? Wie macht man einen Block? Achso, man macht ihn in so ein kleines Feld, glaube ich. Redefuchs meint, mach einfach dir Rüstungen, halten länger und müssen dann seltener repariert werden. Ja. Ja jetzt aber wir haben jetzt keine Fortune Pickaxe mehr, also erstmal nicht Aussicht auf super viele Diamanten. Genau, also Diamanten sind auf jeden Fall Mangelware. Wir sollten mit denen gut haushalten. Hi Frankie. Matteo Pichipandi mit Andi ist groß geschrieben. Okay, also, das bedeutet, was machen wir denn jetzt? Ey, fuck. Bergbau-Value. Mach mal die Dinger weg. Ich nehme 1 Stack Metall mal mit auf die Reise. Dann muss ich Essen mitnehmen. Den Cauldron mache ich mal hier rein. Der ist viel wert. Die Gastier ist auch viel wert. Bergbau-Crab. Da kommt das hier rein. Das hier auch.
So, ich zieh die Rüstung an. Boah, muss ich jetzt. Also, ich mache jetzt eine Expedition zu Andy. Ich nehme mal Steaks. Weißt du, was wir dann machen sollten? Wenn du mich findest, dann bauen wir einen Pfeil in die Richtung, wo unsere Butze ist. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Aber warte mal, Andy, ich muss doch. Wo ist denn mein Kompass? Da, hier ist ein Kompass. Ich muss doch erstmal hier pennen, damit wir überhaupt hier hinkommen. Andi, du musst dir ein Bett bauen. Wie? Hierhin? Ja, damit überhaupt der Kompass hier hin zeigt, oder nicht? Oder wo zeigt der Kompass hin? Nee, du kommst nicht. Der Kompass führt dich zu mir und du musst mit einer Karte wieder zurückfinden. Ach so, stimmt, der Kompass zeigt zu dir. Bett nutzen, Mathe. Ich kann es nicht nutzen, weil Andi noch kein Bett hat. Stimmt, das heißt. Ich mach's einfach so, Andi. Wir legen uns einen Fackelweg. Ich werde jetzt zu dir laufen und werde immer Fackeln platzieren. Dann brauchen wir A, keine Karte und B, kommen wir dann immer wieder schnell zurück. Weißt du? Was hast du? Ich habe nicht aufgepasst, sorry. Also, ich werde einfach zu dir laufen, auf einer geraden Linie und werde einfach Fackeln setzen. Unendlich viele. Also einen kompletten... Das sollen mehr. Was? Das ist halt mehr und es ist, glaube ich, unnütz. Also, wenn wir einen Pfeil haben, reicht doch. Wie ein Pfeil. Aber wir müssen ja zurückfinden. Ja, mit einer Karte. Okay, wie baue ich eine Karte nochmal? Wozu brauchen wir dann Fackelpfeil? Fackelweg-Ding. Ja, wie baue ich nochmal eine Karte? Haben wir keine mehr? Fackelweg ist super. Chat schreibt, Fackelweg ist gut. Wir müssen noch. Ich weiß nicht, wo die Karten sind. Hier ist eine Buried Treasure Map. Hier ist auch Buried Treasure Map. Map. Map 22. Was ist denn das hier? Was ist Map 22? Oh, hier ist eine Map. Ich bin am Rand dieser Map. Eigentlich muss ich ja die Map... Scheiße, Chat. Wie kommen wir denn hier raus? Fackelweg ist das Beste, was ich in meinem Leben gehört habe. Okay, Chat ist für Fackelweg. Besser ein Fackelweg, als immer wieder eine Karte bauen, holen zu müssen. Nee, aber wenn wir einfach nur einen Pfeil bauen, reicht das doch. Also, wenn wir am Spawn wissen, also derjenige, der stirbt, weiß, in welche Richtung er rennen muss, dann rennt er einfach straight in diese Richtung und kommt dann wieder zurück. Ja, aber als ob er dann genau trifft. Das ist wie, als wenn man sagt, ja, ich mache hier einen Pfeil und dann musst du einfach nur dahin schießen, dann triffst du Amerika. Ja, nicht. Nee, aber also. Wir spielen Vanilla übrigens, wir haben keine Mods drin. Man rennt erstmal in die Richtung, dann kommt ein riesiger Sumpf, dann kommt ein riesiges Meer und dann kommt eine Insel und da wissen wir ganz genau, wo unsere Butze ist. Das zu verpassen ist schon eher schwer. Weiß nicht. Aber wenn du willst, kannst du auch einen Fackelweg machen. Also der Spawn... ist genau in diese Richtung, immer geradeaus. Warte mal. Redefuchs meint Andi, du kennst Matteo. Fackelweg, please, ist auch in deinem Interesse. Na gut, okay. Hey. Warte mal. Sag's euch, Fackelweg ist. Und das stimmt, das tut niemandem weh. Koordinatenansatz. Wir dürfen kein F3 benutzen. F3 ist verboten. Deswegen ist es auch ein bisschen schwerer. F3 ist immer verboten bei uns in Minecraft. Schon immer. Okay. Also ich mache mich jetzt auf die Suche, Andi. Fuck, ich muss über diesen Berg drüber. Okay, machen wir es mal anders. Fackeln, Matteo. Ja, jetzt brauche ich noch keine Fackeln. Wir brauchen Fackeln, wenn wir diese Insel hier verlassen. Auf unserer Insel kenne ich mich sehr gut mit aus. Was? Jemand hat gefragt, was ist F3? Das ist so wie so eine... Nennt man das? Ja. Dann werden halt ein Haufen Zahlen eingeblendet. Irgendwie...
unterschiedliche Daten zum Spiel und unter anderem halt die Koordinaten, auf denen man sich befindet. Und dann kann man so rausfinden, auf welcher Achse man sich befindet und dadurch dann die Richtung rausfinden. Andi, hörst du, pass auf. Im Chat kam gerade was Smartes.